CSU-CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, neue Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen. Ich glaube, das ist ein Ziel, das die meisten hier im Hohen Haus verbindet. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Ziel, das wir als die meisten hier, denke ich, auch in dieser Wahlperiode als ein wesentliches angehen wollen. Es ist vor allem auch ein zentrales Anliegen von CDU und CSU. Wir wollen bis 2025 Vollbeschäftigung in unserem Land. Wir wollen Langzeitarbeitslosigkeit weiter abbauen. Und liebe Frau Zimmermann, ich denke, Sie spüren die Leidenschaft, die die Union bei diesem Thema hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Arbeitslosigkeit in Deutschland halbiert. Und wir wollen das auch in dieser Legislaturperiode weitermachen. Denn das Wichtigste ist, dass die Menschen auf dem regulären Arbeitsplatz arbeiten können. Das ist unser Ziel und an dem müssen wir arbeiten. Und man muss Menschen, die länger arbeitslos sind, natürlich Instrumente zur Hand geben, dass es funktioniert. Und das wollen wir, dass der Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt auch wieder möglich wird. Und deswegen ist die Grundvoraussetzung eine gute Arbeitsmarktpolitik, dass wir weiterhin Arbeitsplätze erhalten und auch neue Arbeitsplätze in unserem Land schaffen können. Zurück, liebe Frau Kollegin, zu Ihrem Antrag, den Sie heute gestellt haben. Ich habe ein bisschen geschaut, als ich dann gelesen habe, welche Forderungen Sie stellen. Mit Ihrem Antrag soll der Bundestag die Bundesregierung auffordern, ein neues arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Integration von langzeitarbeitslosen Menschen vorzulegen. Dann habe ich mir den Koalitionsvertrag angeschaut und ich habe mir dann gedacht, haben Sie den Koalitionsvertrag nicht gelesen? Oder haben Sie ihn gelesen und den Antrag trotzdem gestellt? Weil wenn Sie ihn gelesen haben, die Interpretationsgeschichte haben wir vorher ja diskutiert, und den Antrag gestellt haben, dann ist das eher Populismus. Und diesem wichtigen Thema, das wir heute diskutieren, ist Populismus nicht wirklich angebracht, sondern wir müssen an der Sache arbeiten. Wir müssen verantwortungsvoll mit diesem Thema umgehen und ein gemeinsames Ziel umsetzen, dass wir Menschen, die lange arbeitslos sind, neue Perspektiven und neue Chancen zu geben. Sie haben keine Antwort darauf gegeben, wie wir es denn machen sollen. Das, glaube ich, ist das Problem auch Ihres Antrags. Wir haben hoffentlich als gemeinsames Ziel, CDU und CSU gemeinsam mit der SPD, hoffentlich nach Sonntag in einer gemeinsam getragenen Bundesregierung Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose Menschen zu schaffen. Wir haben vier Punkte, einen ganzheitlichen Ansatz, angefangen von der Qualifizierung über die Vermittlung und die Reintegration von Menschen, die lange schon arbeitslos sind, und einen anderen wesentlichen Punkt, die Betreuung der Familien. Also ich glaube, ein Gesamtpaket, das sehr verantwortungsvoll die Thematik auch abdeckt. Und lieber Kollege der AfD, ich denke, man muss den Blick schon manchmal weiten, die Zahlen ganz konkret anschauen und vielleicht auch wirklich mal ins konkrete Leben der Menschen gucken, dass man über solche Themen auch verantwortungsvoll reden kann. Arbeitslose Menschen, gibt auch deutsche Menschen, die lange arbeitslos sind, die darauf hoffen, in Arbeit zu kommen, um verantwortungsvoll auch ihre Familien ernähren zu können. Das muss Ziel unserer Politik sein und kein Populismus von Ihrer Seite. Das ist schade und traurig, dass man in diesem Hohen Haus so populistisch diskutieren muss. Ich höre auf, wenn meine Zeit zu Ende ist. Ich habe noch 27 Sekunden, die werde ich nutzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen bitte ich Sie, gemeinsam einen Antrag auf den Weg zu bringen. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, sehr schnell, wenn es denn zustande kommen sollte, dieses Thema anzugehen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, dass wir wirklich Perspektiven für die Menschen, die länger in Arbeitslosigkeit verharren müssen, ganz konkret Perspektiven geben können, dass sie Zukunft haben, dass sie ihre Familien ernähren können. Jetzt ist meine Zeit zu Ende, deswegen höre ich auf. Und ich würde Sie bitten, dass wir dieses Thema anders diskutieren, als das gerade der Redner der AfD gemacht hat, weil das aus meiner Sicht nicht angemessen ist. Ja, es ist nicht gut, weil manchmal muss man sich auch an den Ton halten. Herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Peter Aumer. Nächste Rednerin, Dagmar Schmidt für die